Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Und wir sind immer noch Hügel der dunklen Totems und die nehmen wir jetzt genauso gerne mit wie die Bäume, weil die für uns wichtige Utensilien zum Kochen fallen lassen. Beziehungsweise die Hauptzutat überhaupt. Grashüpfer und Eidechsen. Von daher, wenn uns einer über den Weg läuft, kriegt der Pfaff von Latz. Aber wir werden jetzt gleich natürlich erstmal die ganzen Quests aus der letzten Folge abgeben müssen, beziehungsweise noch die Rettung der Babyeule. Die steht jetzt primär auf dem Plan. So. Und der Kram droppt sehr häufig, was ich gut finde. So. Wir sollen jetzt einen ominösen Stab benutzen. Wo denn? Hier, ah da. Der rote Kreis ist dein Freund, Explorer. Was? Hier wird nicht gekämpft. Seid friedlich. Auch eine Baby-Eule als Begleiter. So, Piwik hat noch keine Quest für uns. Dann, was? Ich blute? Was? Sie sagt Scheiße? Waldogu, Daddy is coming! Oh. No, I can't go! Oh, Waldo. Okay. Gut. Dann gehen wir mal die ganzen Quests ab. You might be able to heal us with your powers! Und da hatte doch noch eine. You might be able to heal us with your powers. Dankeschön. Und Galak. The owls are an old friend of the eagle owls. Aha. So. Mit ihr müssen wir. Achso. Ups. Müssen sie retten. Na, wir müssen sie retten. Sehr schön. Sonst noch einer? Qualo. Komm, du kriegst auch noch einen Schluck hier. Die Quest ist durch. So, Gavik. Might be able to heal us with ja, your powers. Haben wir gemacht. So. Und wir müssen nochmal mit Kaldrock reden. Did you get rid of the source of the plague? Incredible. Aha. Okay. When it comes to reading the stars, Peewig is the best. I'm sure he'll tell you more about the child. The stars tell us everything. Mhm. Ja, wir sind Astellianer. Okay. Super. Mhm. Und du? Suche nach Piviks Horoskopstab. Gut, wird erledigt. Hat er noch eine Quest für uns? Oh, eine Kartoffel, total selten. La 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 la. Entschuldigung, ich bräuchte den Inhalt ihrer Hosentaschen. Was sie da unter dem Gefieder haben. Bäumchen, da freue ich mich. Okay, ich glaube, wir müssen den Boss nochmal kloppen. Was noch ein Bäumchen? Oi. Sollen wir den mal eben
dann nicht. So. Er ist freundlich, aber weißt du, wenn er so wird er böse. Kein Poster. Ja dann. Da-dam. Gut. Achso, der hat den Boss gepult. Und jetzt? Oh. Was geschieht hier? Komische Dinge geschehen. So, wo bist denn du? Da hinten, Piwik. Schade, ich denke mal, wir sind noch jetzt hier fast durch. Did you find the Astromancy staff? Ja, habe ich gemacht. Bitte sehr. Okay, er deutet die Sterne. Stille Geister. I can't read the stars. My Astromancy failed. Sonst immer noch eine Quest für uns hier? Nee, was soll man jetzt machen? Triff dich mit dem ältesten Dwick im Dorf der Dämmerlichtzapfen. Okay. So, wir machen mal eben nochmal kurz die Errungenschaften. Besiege 1000 Monster. Was gibt's denn dafür? Was ist denn das? Was hat er uns denn da jetzt für eine Karte gegeben? Normales Astel-Kartenpaket. Ah, okay. Cool. Pilja. Vielen Dank. Versteckte Kisten. Legendärer Kistenjäger. Okay. Das war's, ne? Okay, so, ich wollte noch irgendwas gucken. Ja. Was sind wir jetzt? Level 24. Kochen. Wie viel können wir denn da jetzt machen? Trockneter 7-mal. Eidechse hatten wir, ne? Hier, gegrillte Eidechse. Aber können wir wahrscheinlich nicht. Wenn es rot unterlegt ist. Meisterkochen. Professionelles Kochen, mittlerer Qualität, Lehrlingskochen. Oder heißt rot? Ja, werden wir dann sehen. Ich denke mal, die Sachen, ich hoffe, dass wir die beim Händler kaufen können. Eier? Eier? Weiß ich nicht, ob wir die... Ist egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, wir ziehen weiter. Falls uns die Kochzutaten ausgehen, kommen wir nochmal wieder. Ernsthaft. Dabei gehabt. Und die Eule auch nicht, aber wir haben einen Baum. So. Gut. Was soll sowas? Also die nehme ich nur mit Widerwillen mit.
kann es gar nicht oft genug betonen. Zwielichtdorf. Zauberter U. Infiziertes Wesen. Ein Baum. Oh, I'm so hungry. Jo. Ja, das war jetzt ja schlimm. Können irgendwo mehr hier einen Wiederherstellungspunkt setzen, ne? Dvik. The stars have whispered of your arrival. Mhm. Die Sterne haben uns angekündigt. Stille Geister. Achso. We have to find Inuyasha's brother first in order to meet him. Sonst keiner eine Quest hier. Was versteckt? Wo soll man denn hin? Suche Kokos im Blumengarten der Liebenden. Was? Wir schauen uns erstmal um hier. Wofür? Bevor wir da reingehen. War ziemlich groß hier, ne? Möchte ich mal betonen. Anmerken, wie auch immer. Des Erwachens. Keine Kiste, nix. Sollte das denn möglich sein? Und diese komischen Grabsteine, was es damit auf sich hat? Keine Ahnung. Wo wir den nächsten Quest haben. Also, wir haben hier. Komm du auch mal hier. Gib mir dein Grashüpfer, Baby. Du hast eine Eidechse. Ne, nur ein paar Espen. Okay. Hat gerade schon Panik, dass wir den Baum schon wieder nicht fällen können. Oh. Aber hier scheint keine Kiste zu sein. Da kommen wir zum nächsten Quester. Hallöchen. Was willst du, Kollege? Was willst du? Nimm sich einen Baum. Den muss ich haben. Okay, der hatte leider nichts für uns. Der ist nicht böse hier. Der ist ja verzaubert.
Waren wir hier schon? Weiß es nicht. Mach's gut, mein Freund. Nimm den Baum. Okay, ich glaube, da wollen wir noch nicht hin. Na, Freunde? Wir haben schon keinen Plan mehr, wo wir sind. Der Hund schnarcht gerade, ne? Nein, lass mich ruhen. Juhu. Ah. Ist schon. Sogar noch die Skull. Okay. Okay. Versteckt. Aha, danke. Thank you very much. Ich glaube, da wäre ich nämlich erst dran vorbeigelaufen. Ich denke mal, dann werden wir sie alle haben. Explore, du hast sie schon lange nicht mehr alle. Ja, ich weiß, aber weißt schon, was ich meine. Ich wollte doch nur ein bisschen Oliven. Genau. Warum auch nicht? Ich wollte doch nur ein bisschen Olivenöl. Okay. Lassen direkt zwei Zutaten fallen. Das ist ja das gelobte Land hier. Können wir irgendwas looten? Noch ein Bäumeli. Ich glaube, sonst kommt hier nichts. Von da sind wir gekommen. I think so. Nein, mit dem wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Gut, dann stellen wir uns mal dezent hier eben ins Lager. Hier sind wir safe, weil wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge in den Blumengarten der Liebe gehen. Ich habe jetzt schon Angst. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge hier siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.